Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Einen schönen guten Nachmittag, liebe Kollegen. Ich darf Sie ganz herzlich zu einem neuen Webinar aus unserer Webinarreihe begrüßen. Wir werden innerhalb der nächsten Stunde über molekulare Allergiediagnostik zur Auswahl der spezifischen Immuntherapie sprechen. Mein Name ist Petra Ziegelmeier. Ich bin medizinischer Direktor bei Thermo Fisher Scientific. Von meiner klinischen Ausbildung her bin ich Hals-Nasen-Ohrenarzt und arbeite seit über 20 Jahren mittlerweile in einem interdisziplinären Allergieambulatorium, wo ich wirklich mit allen Fragen der klinischen Allergologie konfrontiert werde. Ich möchte zunächst einige technische Hinweise geben. Bitte überprüfen Sie die Lautstärke auf Ihrem PC, damit Sie mich auch gut hören können und dem Webinar gut folgen können. Sie haben die Möglichkeit, während des Webinars über das Chatfenster Fragen zu stellen. Und dieses Chatfenster finden Sie rechts unten. Die Fragen kann nur ich lesen, die anderen Teilnehmer können sie nicht sehen. Und ich werde Ihre Fragen gerne im Anschluss an das Webinar beantworten. Wir haben für dieses Webinar von der Landesärztekammer Baden-Württemberg einen Fortbildungspunkt bekommen und als Teilnehmer erhalten Sie im Anschluss an das Webinar automatisch den Fragebogen sowie eine Zusammenfassung meiner Präsentation. Wenn Sie die Fragen beantworten und den Fragebogen innerhalb von 10 Tagen zurücksenden, dann bekommen Sie einen Fortbildungspunkt, wenn Sie 70% der Antworten korrekt beantwortet haben. Und dieser Fortbildungspunkt wird dann direkt an die Bundesärztekammer übermittelt und Sie bekommen ein Teilnehmerzertifikat. Gerne verweisen wir Sie auch auf unsere Webseite. Hier finden Sie die kompletten Aufzeichnungen aller Webinare seit 2014 mit Bild und Ton und ebenfalls die letzten Webinare als PDF-Version. Und somit können wir schon starten mit unserem heutigen Fortbildungsthema, nämlich der molekularen Allergiediagnostik zur Auswahl der spezifischen Immuntherapie. Interessant in dem Zusammenhang ist gleich einmal, dass in Europa nicht in allen Ländern eine Allergie gleich diagnostiziert wird. In Deutschland sind wir relativ gut in der Auswahl unserer diagnostischen Möglichkeiten. Bei uns wird sehr viel Haut getestet und auch mit der Provokationstestung ist Deutschland weitestgehend führend. Wenn Sie sich auf der rechten Seite anschauen, Großbritannien beispielsweise, wird a priori keinerlei Allergietestung durchgeführt, da dies laut Leitlinien überhaupt nicht vorgesehen ist. Das Standardvorgehen in der Allergiediagnostik ist in unseren Breiten so, dass wir a priori mit einer differenzierten Allergieanamnese uns dem Patienten nähern und dann schon sehr spezifisch eigentlich in die weitere Diagnostik hineingehen. Bei uns wird als Standard ein Skin-Prick-Test durchgeführt, außer er ist kontraindiziert. Und dieser Skin-Prick-Test wird dann durch eine spezifische IgE-Diagnostik ergänzt, der wir uns heute speziell widmen wollen. Eine besondere Domäne, vor allen Dingen in Deutschland, ist die Provokationstestung, vor allen Dingen zum Nachweis der klinischen Reaktivität vor Indikation einer spezifischen Immuntherapie. Die Frage, die sich immer wieder stellt, ist natürlich, ob wir mit einer Skin-Prick-Testung spezifisch genug sind in der Diagnostik, um die klinische Relevanz der Sensibilisierung für den Patienten beurteilen zu können. Prick-Testungen werden üblicherweise mit Extrakten durchgeführt, in der, wie hier am Beispiel Erdnuss gezeigt, unterschiedlichste Allergene enthalten sind, die aber auch von unterschiedlicher klinischer Bedeutung sind. Gerade Panallergene haben normalerweise keine klinische Bedeutung und sind nicht der Faktor, den es zu beachten geht, wenn wir Immuntherapie indizieren wollen. Dazu möchte ich Ihnen aber auch ein paar Hintergrundinformationen noch geben. Wir gehen üblicherweise davon aus, dass unsere Allergenquellen Festkörper sind. Und diese Festkörper wollen wir für uns diagnostisch und therapeutisch nutzbar machen. In dem Sinne, dass wir sie extrahieren. Das wird üblicherweise in einem wässrigen Extraktionsverfahren durchgeführt. In diesem Stammextrakt, den wir dann erhalten, sind verschiedenste Bestandteile, unter anderem
Polysaccharide, verschiedene Farbstoffe, unterschiedlichste Proteine und eben auch Allergene enthalten. Und diese Stammextrakte sind die Grundlage aller Pricktests, Provokationstests, aber auch Immuntherapeutika, die wir in der klinischen Routine heutzutage verwenden. Wenn Sie nun aus diesem Stammextrakt natürliche Allergene herausreinigen, dann haben Sie diese diagnostisch ebenfalls zur Verfügung. Diese Allergene haben dann einen Präfix N. Das sehen Sie im Test, wenn Sie diesen anfordern. Wenn Sie die Aminosäuresequenz dieser Allergene kennen, können Sie diese auch rekombinant herstellen. Der Vorteil rekombinanter Herstellungsverfahren liegt darin, dass Sie das immer gleiche Allergen in gleichbleibender Qualität in beliebiger Menge herstellen können. Und vor allen Dingen durch die Herstellung in E. coli werden Zuckerketten nicht gebildet, auf die die Patienten ebenfalls IgE-Antikörper entwickeln können und die zu positiven Testergebnissen führen können, ohne dass sie eine Therapieindikation für uns darstellen würden. Nun darf ich zunächst auch eine kurze Wiederholung der Grundlagen der molekularen Allergologie für Sie machen. Was für uns wichtig ist, ist, in welchem Ausmaß die Patienten auch tatsächlich die Allergene erkennen, die in der Allergenquelle enthalten sind. Majorallergene werden von mehr als 50% aller Allergiker erkannt und das sind auch die wesentliche Größe, um die es geht, wenn wir Immuntherapie indizieren. Minorallergene sind von weniger als 50% der Allergiker erkannt. Diese spielen eine untergeordnete Rolle, auch wenn es um die Wirksamkeit von Immuntherapie geht, sind allerdings nicht ganz irrelevant. Ein Markerallergen ist ein Allergen, das ganz spezifisch für eine Spezies ist und nur in diesem einen Organismus tatsächlich vorkommt. Wir sprechen bei Sensibilisierung auf ein Markerallergen von einer genuinen Sensibilisierung. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass keine Kreuzreaktivität gegeben ist. Eine Kreuzreaktivität haben wir dann, wenn ein Patient Antikörper bildet, die a priori auf eine Oberflächendeterminante ausgerichtet sind, die aber dann auch gebunden werden, wenn auf einem anderen Allergen eine ähnlich strukturierte Oberflächendeterminante vorhanden ist. Dann sprechen wir von serologischer Kreuzreaktivität. Diese weisen wir wohl in unserem Testverfahren nach, diese müssen aber nicht immer von klinischer Bedeutung sein. Schauen wir uns nun die wichtigsten Proteinfamilien an. Diese sind vor allen Dingen unter dem Aspekt auch interessant, dass sie Kreuzreaktivität verursachen können. Eine weitere Gruppe, die eine Kreuzreaktivität mit sich bringt und positive Testergebnisse macht, aber nicht zu den Proteinen gehört, sind die Kohlenhydratdeterminanten, die vor allen Dingen bei der Diagnostik der Insektengiftallergie eine Rolle spielen können. Die erste wichtige Gruppe ist die Gruppe, von der wir sprechen, wenn Patienten mit Birkenpollenallergien unter einer sekundären Nahrungsmittelallergie leiden, die in Zusammenhang mit Birkenpollenallergie bei 70% der Patienten vorkommt. Diese PA10-Proteine zeichnen sich dadurch aus, dass sie in einem sehr komplexen Panel an pflanzlichen Nahrungsmitteln ebenfalls vorkommen. Vorteilhaft ist hierbei, dass sie überwiegend hitze- und verdauungslabil sind. Das heißt, die Patienten verdauen rohe Nahrungsmittel nicht. Gekochte Nahrungsmittel werden aber problemlos toleriert. Eine Kreuzsensibilisierung auf PA10-Proteine ist üblicherweise assoziiert mit lokalen Symptomen. Für einzelne Allergenquellen sind allerdings schwere Symptome auch beschrieben. Hier finden wir entsprechend der geografischen Ausbreitung von Birkenpollen hohe Sensibilisierungsraten, vor allen Dingen in Nordeuropa. Eine zweite wichtige kreuzreaktive Gruppe sind die Polkalzine. Das sind kalziumbindende Proteine, die nur in Pollen vorkommen und nicht in Nahrungsmitteln. Diese sind kreuzreaktiv zwischen verschiedenen Pollenarten. Wir finden hier 5 bis 10% Sensibilisierungsraten bei unseren Pollenallergikern. Die dritte wichtige Gruppe an kreuzreaktiven Allergenen, das sind die Panallergene schlechthin, das sind die Profiline. Hier haben wir Sensibilisierungsraten von bis zu 20% unserer Patienten.
Trophiline kommen bei allen kerntragenden Zellen vor und sind verantwortlich für ein sehr breites Sensibilisierungsspektrum. Sie sind nur in ganz seltenen Fällen auch tatsächlich mit klinischen Problemen assoziiert, hier vor allen Dingen bei zum Beispiel Melonen oder Zucchinis. Die kreuzreaktiven Kohlenhydratdeterminanten, von denen ich eben schon sprach, finden sich ebenfalls bei fast allen Pflanzen und auch wirbellosen Tieren. Wichtig sind sie in der Diagnostik der Insektengiftallergie, da sie in einem sehr hohen Maß für doppelpositive Testergebnisse verantwortlich sind. Ungefähr 20% unserer topischen Patienten sind auf diese Kohlenhydratdeterminanten sensibilisiert. Eine weitere Gruppe, die ein gewisses Maß an Kreuzreaktivität besitzt, sind die Lipidtransferproteine. Die sind im Zusammenhang mit Inhalationsallergien für uns nur deshalb interessant, weil es sich um die gleichen Fruchtsorten handelt, unter denen auch Birkenpollenallergiker leiden, nämlich Rosenfrüchte. Nur sind die Patienten, die auf diesen Typ Allergen aus diesen Rosenfrüchten sensibilisiert sind, anders geartet. Patienten mit Sensibilisierungen auf Lipidtransferproteine sind genuinsensibilisiert. Man findet diese Allergengruppe als Major-Allergene vor allen Dingen in mediterranen Regionen, also in Südeuropa, und sie können durchaus assoziiert sein mit schwereren systemischen Reaktionen. Weiteres Unterscheidungsmerkmal zu den PA10-assoziierten Reaktionen ist die Tatsache, dass auch gekochte Nahrungsmittel Symptome verursachen können. Die gefährlichste Gruppe der Proteine, die uns in der Immuntherapien hier nicht trifft, aber der Vollständigkeit halber natürlich genannt werden muss, sind die Speicherproteine. Das sind Proteine, die auch in sehr kleinen Mengen zu sehr schweren Symptomen bei den Nahrungsmittelallergikern führen können. Die finden wir in einem sehr hohen Ausmaß bei Nüssen und Hülsenfrüchten. Hier liegt keine Kreuzreaktivität vor. Sie müssen Patienten mit Allergien auf Nüsse und Hülsenfrüchte üblicherweise auf jede Allergenquelle einzeln testen. Diese Proteine sind sehr stabil, also hitze- und verdauungsresistent. Wie schaut nun die In-vitro-Diagnostik in der klinischen Routine aus? Je präziser Ihre Anamnese Ihnen Rückschlüsse erlaubt, desto eher können Sie direkt in die Testung von Allergenquellen oder allergenspezifischen IgE-Bestimmungen gehen. Wenn die Anamnese hier keine klare Aussage erlaubt, kann es sein, dass Sie a priori einen Screening-Test durchführen müssen. Und erst dann, wenn Sie klarer sehen, wo die positiven Testergebnisse hingehen, können Sie zur allergenspezifischen IgE-Bestimmung gehen. Diese ist in mehreren Kategorien interessant. Interessant bei der inhalativen Allergenbereich ist die molekulare Allergiediagnostik vor allen Dingen, wenn es darum geht, Kreuzreaktivität zu erfassen und den Patienten im Hinblick auf die Eignung zur Immuntherapie zu diagnostizieren. Bei Nahrungsmitteln geht es in erster Linie um die Risikoabschätzung. Hat der Patient eine Sensibilisierung auf kreuzreaktive Allergene oder ist er genuin sensibilisiert auf Risikoallergene, die eine schwere Anaphylaxie mit sich bringen? Im Bereich der Insektengifte haben wir es mit einem sehr hohen Maß an Kreuzreaktivität zu tun. Und hier geht die Frage in die Richtung der Immuntherapie, die heute unser Thema ist. Und somit möchte ich direkt in die Inhalationsallergene hineingehen, die wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen werden. Die erste Gruppe, die ich Ihnen gerne kurz umreißen möchte, sind die saisonalen Allergenquellen. Hier haben wir es mit Bäumen zu tun, die vor allen Dingen im Frühling ein Thema sind. Vor allen Dingen die Bäume, die Würmchen tragen, sind in einem hohen Maß auch kreuzreaktiv. Und das sind primär Verursacher der assoziierten Nahrungsmittelallergien auf Rosenfrüchte wie Äpfel, Birnen und solche. Gräser und Getreide sind die zweite Gruppe an saisonalen Allergenen, die uns vor allen Dingen im Früh- und Hochsommer begegnen. Hierzu ist zu sagen, dass alle einheimischen Gräser und Getreidesorten mit nur ganz wenigen Ausnahmen kreuzreaktiv sind. Testen Sie einmal
einen repräsentativen Vertreter haben Sie ganze Gruppe suffizient erfasst. Bei den Kräuterpollen ist die Situation leider komplexer. Kräuterpollen gehören zu den sekundären Allergieauslösern, auf die Patienten nicht a priori sensibilisiert sind üblicherweise. Diese sind nur sehr bedingt kreuzreaktiv, hier vor allen Dingen im Bereich von Beifuß und Ragweed, verursachen nur bedingt sekundäre Allergien. Das wissen wir vor allen Dingen bei Beifußallergikern, die unterschiedlichste Gewürzkräuter nicht vertragen können. Das ist aber auch kein Thema bei Ragweed zum Beispiel. Bei saisonalen Allergenen ebenfalls mit angeführt werden dürfen die Schimmelpilzspezies, die wir vor allen Dingen im Spätsommer bei hoher Luftfeuchtigkeit auch im Outdoor-Bereich finden. Schauen wir uns zunächst den Pollenkalender an. Es kann durchaus sein, dass im warmen Winter wir bereits Blühphasen von frühblühenden Bäumen wie Haselnuss und Erle finden. Das ist dann der Fall, wenn wir ganz typisch vor Weihnachten einen Warmwettereinbruch haben und die Patienten mit den ersten Heuschnupfensymptomen dann zu Weihnachten bei uns sind. Tatsache ist aber, dass gerade diese ganzen würmchentragenden Bäume, die bis Ende April üblicherweise blühen, ein hohes Maß an Kreuzreaktivität besitzen und ein Großteil der Patienten ist über die Birke sensibilisiert auf diese Gruppe von Bäumen. Wichtig zu wissen ist, dass Ölbaumgewächse wie die Esche hier keine Kreuzreaktivität besitzen, gleichzeitig aber mit Birken blühen und daher extra getestet werden. Im Anschluss an die Bäume, an die frühblühenden Bäume, kommen dann mit Anfang Mai üblicherweise die diversen Gräserspezies und hier fangen auch bereits die Kräuter schon zu blühen an. Diese spielen aber als Heuschnupfenauslöser, wie gesagt, nur eine untergeordnete Rolle. Schwierig kann die Diagnostik werden, wenn Sie im Spätsommer zwischen Juli und August Patienten mit Beschwerden haben, da Beifuß und Ambrosien kreuzreaktiv sind, oft gemeinsam positiv getestet werden und Sie nicht immer klar diskriminieren können, welches hier tatsächlich der Verursacher der klinischen Reaktion ist. Hier kann hilfreich sein, den Patienten nach assoziierten Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wie zum Beispiel Gewürzkräuterunverträglichkeiten, zu fragen, die bei Beifußallergikern relativ häufig vorkommen. Zur Kreuzreaktivität von Blühblühern. Alle würmchentragenden Bäume sind kreuzreaktiv mit der Birke, haben aber unterschiedliche allergologische Bedeutung. Am ersten finden wir klinisch manifeste Reaktionen, auch bei Patienten mit Hasel- und Erlenproblemen, aber weniger bei Edelkastanien und Buchen beispielsweise. Zeitgleich blühend sind die Ölbaumgewächse. Hier können wir als repräsentativen Vertreter zum Beispiel das Olei-1 aus dem Olivenbaum testen und haben damit die gesamte Gruppe suffizient erfasst. Es gibt durchaus Patienten, die auch klinische Reaktionen auf Flieder oder Liguster zeigen. Das kommt allerdings nicht ganz so häufig vor. Die wichtigste Gruppe sind die Birkenpollenallergiker. Hier haben wir ein Hauptallergen, das ist das BEDFA-1 aus der Birke, welches auch hauptverantwortlich ist für die sekundäre pollenassoziierte Nahrungsmittelallergie, unter der, wie gesagt, 70% der Birkenpollenallergiker leiden. Wir finden in der Birke auch unsere wesentlichsten Vertreter von Panallergenen, das Profilin, welches wir ganz einfach mit BEDFA-2 testen können, oder ein kalziumbindendes Protein, was wir im BEDFA-4 wiederfinden. Ich habe vorher schon gesagt, dass gerade bei sekundärer Nahrungsmittelallergie auf Birkenpollen assoziierte Rosenfrüchte eher von einer moderaten Symptomatik im Sinne eines oralen Allergiesyndroms auszugehen ist. Ausnahmen bestätigen allerdings die Regel und es gibt Fälle, die, obwohl über die Birke sensibilisiert, doch schwere Reaktionen bei Sojagenuss, bei Sellerie, bei Karotte oder auch bei Haselnuss müssen gezeigt haben. Zur Gräserpollenallergie. Dieses Allergenmodell scheint auf den ersten Blick relativ einfach zu sein. Wir haben zwei Hauptallergene aus dem Gras. Das sind die Gruppen 1 und Gruppen 5. Ebenfalls kein kalziumbindendes Protein und ein Profilin. Über 90% unserer Gräserpollenpatienten sind auch tatsächlich in unterschiedlichem Ausmaß auf mehr oder weniger alle diese Allergene sensibilisiert und testen Sie einen Extrakt, dann sind Sie normalerweise auf der sicheren Seite. Das ist
therapeutisch allerdings nicht immer der Fall. Es wurde in einer sehr schönen Studie von Peter Schmidt-Grendelmeier vor mittlerweile fast 10 Jahren gezeigt, dass die Patienten am besten profitieren von einer Immuntherapie, wenn sie auf spezifische Allergene, also auf die Hauptallergene aus der Spezies sensibilisiert sind. Je ausgeprägter die Patienten auf kreuzreaktive Allergene sensibilisiert sind, desto weniger profitieren sie auch tatsächlich von der spezifischen Immuntherapie. Hier möchte ich Ihnen repräsentativ eine Studie zeigen, die sich mit Gräserpollen beschäftigt hat. Hier hat die Kollegin 4 verschiedene kommerziell erhältliche Gräserpollenextrakte auf ihren Allergengehalt hin untersucht. Und worauf ich Sie hinweisen möchte, sind die Hauptallergene der Gruppen 1 und 5 aus dem Gras, die wir, wie Sie sehen, schon in einem sehr variablen Maß in diesen verschiedenen Extrakten wiederfinden. Wenn Sie allerdings dann zu den Prophyllinen und den Polkalzinen, die die Nebenallergene darstellen, gehen, dann sehen Sie, dass diese Nebenallergene in diesen kommerziellen Extrakten überhaupt nicht enthalten sind. Und das kann bei manchen Patienten, die sehr ausgeprägt auf diese Allergene sensibilisiert sind, durchaus der Grund sein, warum sie auf eine Immuntherapie nicht optimal ansprechen. Dann zur Kräuterpollenallergie. Kräuterpollenallergien testen Sie üblicherweise unmittelbar. Sie erschließen sich klinisch nicht ganz einfach, weil die Symptomatik des Patienten selten irgendwelchen spezifischen Gewürzkräutern zuzuordnen ist. Interessant ist das Thema unter dem Aspekt, dass, wie eben schon erläutert, Beifuß und Ambrosiakreuz reaktiv sind. Und hier sehen Sie klarer, wenn Sie tatsächlich die Hauptallergene aus der jeweiligen Spezies einzeln testen. Sie müssen davon ausgehen, dass anamnestisch die Patienten klinische Beschwerden im Juli, August beschreiben, dass im Pricktest beide Allergene positiv getestet werden und über die speziesspezifische Analytik finden Sie dann heraus, welches hier tatsächlich der relevante Allergieauslöser ist. Wie eben schon erläutert, haben gerade Beifußallergiker auch kreuzreaktive Reaktionen auf Gewürzkräuter. Man vermutet, dass das durch ein Lipidtransferprotein aus dem Beifuß primär verursacht wird. Und Patienten mit solchen Problemen können durchaus auch schwerere klinische Reaktionen zeigen. Ich möchte Ihnen nun ein klinisches Fallbeispiel zur Illustration vorstellen. Wir haben einen Jugendlichen, der bereits seit seiner Kindheit mit Allergien zu kämpfen hat. Eine positive Familienanamnese für Typ 1 Allergien ist ebenfalls gegeben. Er kommt zu uns als Jugendlicher mit einer Rhinokonjunktivitis während der gesamten Vegetationsperiode, relativ unspezifische Symptomatik, die keinen klaren saisonalen Peak zeigt und Asthma nach körperlicher Anstrengung. Wenn Sie hier eine Standard-Prick-Diagnostik machen, dann sehen Sie verschiedene positive Testresultate, unter anderem auf Birke, Gräser und Beifüße. Und das wird bestätigt mit einer Extraktdiagnostik. Jetzt ist es aber so, dass wir, wenn wir eine Immuntherapie machen, die zwei Hauptallergene im Idealfall simultan behandeln können, aber nicht mehr. Das heißt, wir müssen hier herausfiltern, welche sind die Leitallergien, was können wir bei diesen Patienten gewinnbringend therapieren. Das heißt, es gilt herauszufiltern, wo liegt die genuine Sensibilisierung, beziehungsweise wo haben wir es hier mit einer Kreuzreaktion zu tun, die durch Panallergene verursacht werden. Genuine Sensibilisierungen können wir bei Gräsern genauso wie bei Beifuß und bei Birke sehr leicht nachweisen, indem wir die einzelnen Hauptallergene testen. Gruppe 1, Gruppe 5 Allergene aus dem Gras gibt es auch als Kombi-Cup. Das heißt, da können Sie einen Test dafür investieren. Das heißt, in Summe sind es 3 Tests, die wir hier investieren, um das klarzulegen. Wenn wir dann weiter Prophylline und Polkalzine klären wollen, nehmen wir uns entweder die jeweiligen Allergene aus dem Gras oder aus der Birke. Das heißt, wir kommen mit 5 einzelnen Testungen normalerweise über die Runden. Und
Das, was wir bei diesen Patienten dann sehen, ist, dass dieser Patient eine genuine Sensibilisierung auf Gräserpollen hat, hier rot markiert, und dass die positiven Testergebnisse auf alle anderen inhalativen, saisonalen Allergene durch die Sensibilisierung über die Profilinie zustande kommt. Das heißt, dieser Patient ist genuin auf Gräserpollen sensibilisiert und die Immuntherapie wird daher ebenfalls auf Gräserpollen durchgeführt. Gehen wir nun zu den ganzjährigen Allergenquellen weiter. Hier sind es im Wesentlichen zwei Gruppen, die für uns interessant sind. Und wichtig in dem Zusammenhang ist auch, dass die ganzjährigen Allergieauslöser diejenigen sind, die primär Asthma verursachen. Das heißt, das ist durchaus auch ein Thema für bereits Kinder im Kindergartenalter, die mit ganzjährigen inhalativen Beschwerden zu uns kommen. Diese werden nämlich a priori durch Hausstaubmilben bzw. durch Tierepithelien verursacht. Zur Hausstaubmilbenallergie. Wir kennen bei der Hausstaubmilbe 36 unterschiedliche Allergene und wir wissen von dreien davon, dass sie Hauptallergene sind. Es ist so, dass es in unseren Breiten zwei unterschiedliche Hausstaubmilben-Spezies gibt. Das ist Dermatophagoides peronissimus und Dermatophagoides farine. Und ein Großteil der Milbenallergiker, über 90%, sind auf beide Hausstaubmilben gleichermaßen sensibilisiert und zeigen auch eine gleichermaßen ausgeprägte klinische Reaktivität. Es ist so, dass für 10% unserer Milbenallergiker auch ein Muskelprotein aus der Hausstaubmilbe ein Thema sein kann. Das ist das Derp-10. Das ist ein Allergen, was kreuzreaktiv mit anderen Muskelproteinen anderer Spezies, zum Beispiel Shrimp, sein kann. Interessant aber, wenn Sie eine Immuntherapie planen bei den Patienten, ist, dass die Patienten nicht gleichermaßen auf Chitinpanzer und Fezesallergene sensibilisiert sind, dass sich aber auch die Kulturen, die verarbeitet werden, auf Therapeutika erheblich voneinander unterscheiden. Es gibt nämlich einzelne Hersteller, die gewaschene Milbenkulturen verarbeiten, wo alle Fezesbestandteile weggewaschen wurden und lediglich die Milbenkörper mit darin enthaltenem Fezes verarbeitet worden ist. Und andere Hersteller verarbeiten die Hausstaubmilben mit dem gesamten Fezes, den sie produziert haben. Das kann im Laufe eines Milbenlebens etwa das 40-fache des Gesamtgewichts der Milbe ausmachen. Und dementsprechend unterscheidet sich natürlich dann auch die Allergenzusammensetzung in den Präparaten voneinander. Allerdings ist hier wichtig zu wissen, dass für die Patienten mit Milbenallergien eine ganze Menge unterschiedliche Milbenallergene relevant sind und bereits im Kindesalter die Kinder Sensibilisierungen nicht bloß auf die drei Hauptallergene aus der Hausstaubmilbe, sondern durchaus auch auf zumindest vier andere Allergene ebenfalls entwickeln. Und wir sehen heute auch aus Geburtskohorten, Studien wie der hier gezeigten, dass je breiter das Sensibilisierungsspektrum der Patienten ist, umso komplexer ist dann auch das klinische Bild im Sinne von Asthma bzw. allergischer Rhinokonjunktivitis. Das heißt, sich hier nur auf die Hauptallergene aus der Milbe zu reduzieren, wird möglicherweise nicht in jedem Fall ausreichend sein. Weiters kommt dazu, dass gerade asthmatische Kinder ein sehr breites Spektrum an unterschiedlichen Milbenallergenen auch tatsächlich erkennen, im Gegensatz zu nicht asthmatischen Kindern, und diese asthmatischen Kinder auch deutlich höhere IgE-Spiegel entwickeln, als dies die nicht asthmatischen Kinder tun. Schauen Sie sich nun aber die Zusammensetzungen von verschiedenen Milbenextrakten an, hier aus einer französisch-italienischen Arbeitsgruppe, dann sehen Sie, dass die Relation der zwei Hauptallergene aus Fezes und Körper zueinander schon unterschiedlich ist in den verschiedenen Präparaten und sie andere Allergene, auf die zwischen 25 und 50% der Patienten sensibilisiert sind, in einzelnen Präparaten überhaupt nicht wiederfinden. Und das kann durchaus einmal ein Grund sein, warum ein Patient auf ein einzelnes Immuntherapeutikum nicht optimal anspricht. Und hier ist durchaus damit zu rechnen, dass wir in absehbarer Zeit auch brauchbare Daten bekommen werden zur Zusammensetzung dieser Immuntherapeutika. Relativ schwierig ist die Situation hingegen, wenn wir von Tierepithelienallergien sprechen. Es ist
durchaus so, dass wir bereits bei kleinen Kindern immer wieder spezifische IgE-Spiegel nachweisen können, die aus unterschiedlichsten Quellen stammen können. Wir wissen heute auch, dass entsprechend der Farmlife-Hypothese hier eine regelmäßige Exposition, und zwar wirklich ein Zusammenleben mit Tieren, nachgewiesenermaßen bei Rindern und Hund zu einer Toleranz führt. Und es ist hier zu sagen, dass eine Allergenkarenz im häuslichen Bereich nicht automatisch zu einer allgemeinen Allergenkarenz führt, da gerade Katzenallergene sehr stark auch im öffentlichen Bereich ein Thema sein können. Welche sind nun relevante Pelztierallergene? Wie Sie hier an einer Übersicht unserer liebsten Haustiere sehen können, haben wir ein relativ komplexes Allergenprofil, was wir bei den verschiedenen Haustieren finden. Und es wurde früher aufgrund der ausgeprägten Kreuzreaktivität sehr stark sich in der Forschung mit den Serumalbuminen beschäftigt. Allerdings weiß man heute, dass dieses in erster Linie Nebenallergene sind, also Minoallergene, die nicht im gleichen Maße die klinische Symptomatik triggern, wie es die Hauptallergene tun. Und auch hier fällt eine kreuzreaktive Gruppe besonders ins Auge, das sind die Lipokaline. Und wir wissen heute, dass diese Lipokaline besonders relevante Allergengruppen sind, da sie nicht bloß serologische Kreuzreaktivität besitzen, sondern durchaus auch klinisch relevante Kreuzreaktivitäten machen. So kann es durchaus sein, dass ein Patient, der a priori sich eine Sensibilisierung über die Katze zugezogen hat, sehr wohl auch klinische Reaktionen auf Pferd zeigt. Und dieses kann auf eine Kreuzreaktivität mit Lipokalinen zurückgeführt werden. Und außerdem ist das Problem, das wir hier haben, die Tatsache, dass Lipokaline als Asthmaverursacher relativ stark im Raum stehen. Was Sie an dieser schwedischen Arbeit sehen, ist, dass es nicht bloß die genuinen Allergene aus der Katze und dem Hund sind, die hier ein Thema sein können, sondern auch die kreuzreaktiven Lipokaline. Und wir wissen heute, dass gerade die Patienten mit schwerem Asthma oftmals Lipokaline verschiedener Spezies erkennen und auch hier ein relativ breites Sensibilisierungsprofil haben. Das ist natürlich etwas, was wir in der Immuntherapie noch nicht nachvollziehen können. Dadurch, dass uns hier die Charakteristik der Präparationen einfach noch fehlt. Diese Daten sind nicht verfügbar. Eine kleine Nebeninformation am Rande, die Mehr von den hypoallergenen Feldtieren konnte zumindest für den Hund suffizient entkräftet werden. Es ist keinesfalls so, dass ein Labradudel oder ein spanischer Wasserhund hier weniger Allergene hätte, als es unsere ganz normalen Mischlinge und anderen Rassen besitzen. Es ist ganz im Gegenteil so. Wenn Sie einen Hund haben möchten, der relativ wenig Allergene produziert, dann sind Sie mit einem Labrador Retriever fast noch besser dran wie mit einem Labradudel. Also die Story vom hypoallergenen Hund konnte wirklich in das Reich der Märchen verwiesen werden. Und damit möchte ich zur zweiten wichtigen Gruppe der Allergene kommen, für die wir eine Immuntherapie bei unseren Patienten durchführen. Und das ist die Insektengiftallergie. Das Problem, was wir bei der Insektengiftallergie haben, ist, dass wir in einem sehr hohen Ausmaß bei der allgemeinen Bevölkerung nicht bloß gesteigerte Lokalreaktionen finden, sondern auch spezifische Sensibilisierungen auf Insektengiften nachweisen können. Bei erwachsener Bevölkerung sind es bis zu 25% und bei bis zu 50% der Kinder sind spezifische IgE-Antikörper auf Insektengifte nachweisbar. Und das kann durchaus ein Problem darstellen, was einer der wesentlichen Gründe ist, warum eine Diagnostik von Insektengiftallergie nur bei klinischer Anamnese und stattgehabter Systemreaktion tatsächlich indiziert ist. Die relevanten Insektenarten für Allergiker sind vor allen Dingen Wespen und Bienen, wobei die Wespen kreuzreaktiv sind mit den Hornissen und Bienen Kreuzreaktivität mit Hummeln zeigen. Bei Wespen ist die Situation so, dass das Wespenvolk nicht überwintert und erst im Laufe des Frühlings aufgebaut wird zu voller Volksstärke
im Hochsommer kommt, was der Grund ist, warum wir Wespenbelastungen vor allen Dingen dann finden, wenn wir einen Zwetschgenlatsche am Tisch stehen haben. Bei der Biene ist es so, dass das Volk in geringerer Volksstärke üblicherweise ungefähr ein Sechstel bis ein Achtel der Maximalstärke überwintert und bereits bei Temperaturen über 7 Grad zu fliegen anfängt. Das heißt, Bienen können ihnen durchaus im Frühling ebenfalls schon begegnen und stellen ein Problem dar während der gesamten Vegetationsperiode. Hornissen, die kreuzreaktiv sind mit den Wespen und auch ähnliche Verhältnisse haben, haben normalerweise die Tendenz, den Menschen aus dem Weg zu gehen. Sie machen wohl ziemlich viel Lärm, enthalten aber relativ wenig Gift. Und das Problem, was wir mit Hornissen haben, ist in erster Linie, dass der Stich schmerzhaft ist. Das Giftproblem ist aber ein relativ geringes. Zu Hummeln wäre noch zu sagen, dass auch Hummeln nicht überwintern, sondern hier das Volk über den Frühling aufgebaut wird. Hummeln sind nicht aggressiv, sie können beißen und stechen und stellen maximal im Früh- und Hochsommer ein kleineres Problem dar. Genuine Hummelallergiker finden wir ganz, ganz selten einmal. Das Problem, was wir diagnostisch haben, liegt in erster Linie daran, dass Bienen- und Wespengiftallergene über ein ausgeprägtes Maß an Kreuzreaktivität verfügen, und zwar nicht bloß über Sequenzhomologie, sondern auch über die Tatsache, dass sie verzuckerte Seitenketten haben, auf die die Patienten IgE-Antikörper bilden können. Die sogenannten CCDs sind das. Und das kann die Ursache sein, dass wir bei bis zu 50% unserer Insektengifttests doppelt positive Testergebnisse finden. Was die Giftmenge der einzelnen Insektenspezies anbelangt, ist es so, dass die Biene eine erhebliche höhere Giftmenge besitzt als die Wespe, was auch dadurch zustande kommt, dass die Wespe mehrfach stechen kann und es durchaus sein kann, wenn ein Patient berichtet, der ist mehrfach gestochen worden und hat nicht immer gleiche klinische Reaktionen, dann kann es sein, dass er einfach Glück hatte und von einer Wespe gestochen wurde, die vorher schon gestochen hatte und daher kaum mehr Gift getragen hat. Außerdem ist die Giftigkeit des Bienengiftes erheblich größer als die des Wespengiftes. Wichtig in dem Zusammenhang ist, dass gerade bei Bienengiften wir nicht nur ein einzelnes Allergen haben, von dem wir sprechen, was klinisch relevant ist, sondern dass unsere Patienten auf mehrere verschiedene Bienengiftallergene auch tatsächlich nennenswerte Sensibilisierungsraten zeigen. Das heißt, wir haben im Bienengift mehrere Majorallergene. Und das Problem, was wir therapeutisch haben, ist, dass die Patienten keine protektive Immunantwort auf alle diese Allergene entwickeln, wie Sie hier an dieser Arbeit von Julian Köhler sehen können. Es sind nämlich die Allergene Nummer 3 und die Allergene Nummer 10 aus dem Bienengift, auf die die Patienten üblicherweise keine adäquate Immunantwort machen, weil diese nicht in jedem Fall in den Immuntherapeutika enthalten sind, die wir den Patienten verabreichen. Wenn Sie wässrige Präparationen im Zuge einer Rush Immuntherapie verabreichen, dürfen Sie sich bei einigen Präparaten noch erwarten, dass das Gruppe-3-Allergen, das APM3, enthalten ist. Das APM10 finden Sie in den wenigsten Extrakten. Es ist daher durchaus sinnvoll, Patienten vor allen Dingen auch auf diese 2 Allergene zu testen, um das Risiko einer posttherapeutischen Stichprovokation auch abschätzen zu können. Was das diagnostische Vorgehen nun anbelangt, ist es so, dass Sie natürlich nicht immer klar sein können, was ist tatsächlich die Allergenquelle. Wenn der Patient nicht beschreibt, er hat einen Stachel entfernt, können Sie nicht mit Sicherheit sagen, dass die Biene das auslösende Insekt war. Auf der anderen Seite, durch dieses hohe Ausmaß an positiven Testergebnissen, ist nicht immer klar, welches das klinisch relevante Testergebnis ist. Hier ist zu beachten, dass in einer Studie gezeigt werden konnte, dass bei Patienten mit einem Gesamt-IgE von über 250 Kilo-Units 2 Drittel der Hymenopteren-Tests auch tatsächlich positiv sind. Das sind doch etliche Gründe, dass wir ein stufenweises Vorgehen empfehlen. Das hohe Maß an IgE-Nachweisen bei der allgemeinen Bevölkerung
Und diese ganze komplexe Problematik bedingt, dass wir wirklich nur bei anamnestischen Systemreaktionen die Indikation zur Testung bei Insektengiften haben. Selbstverständlich gehen wir heute hin und testen zunächst in der Haut und mit Extrakten und werden in die Komponentendiagnostik dann gehen, wenn wir wie bei 50% der Patienten zu erwarten tatsächlich eine Doppelsensibilisierung finden. Die Frage, die natürlich dann immer im Raum steht, ist auch, was wir dann impfen. Und hier hilft uns der diagnostische Algorithmus durchaus weiter. Sie können hier relativ klar abschätzen, wie das Prozedere sein wird. Im Zuge der serologischen Diagnostik fangen wir zunächst mit den Extrakten an. Und falls wir bei den Extrakten ein doppeltes Ergebnis bekommen, vor allen Dingen natürlich realistisch ein doppelt positives Ergebnis, dann schauen wir uns die einzelnen Hauptallergene aus den jeweiligen Spezies an. Wir wissen, dass wir bei der Wespengiftdiagnostik, wenn wir Wespe I und Wespe V testen, 95% der Wespengiftallergiker suffizient erfassen können. Bei Bienengiftallergikern sind wir hier nicht in einem ganz so hohen Prozentbereich. Hier ist es durchaus so, dass wir, wenn wir nur ABM1 testen können, bei etwa 2/3 der Patienten zielgenau unterwegs sind und weitere Komponentendiagnostik hier hilfreich ist. Wir empfehlen, wie gesagt, im ersten molekularen diagnostischen Schritt ABM10 mitzutesten, da dieses eben nicht in den Therapeutika enthalten ist. Und dieser Algorithmus, den Sie hier sehr kompakt zusammengefasst finden, ist für Sie auch jederzeit downloadbar, unter anderem im ImmunoCAP Explorer zum Beispiel. Hier im diagnostischen Algorithmus ist auch der Hinweis auf Tryptase gegeben, die wir ebenfalls vor Beginn einer Immuntherapie mit erfassen. Und zwar deshalb, um das Risiko des Patienten und spezifisch eine anaphylaktische Reaktion bereits in der Aufdosierung der Immuntherapie zu erleiden, zu erfassen. Es konnte nämlich in einer sehr schönen Münchner Studie gezeigt werden, dass bei den Patienten mit dem steigenden Spiegel der basalen Tryptase-Konzentration, die außerhalb einer akuten anaphylaktischen Reaktion gemessen werden muss, tatsächlich das Risiko mit der anaphylaktischen Reaktion steigt. Das heißt, Sie können hier sehr klar ablesen, wo ungefähr der Bereich ist, wo das Risiko des Patienten für die anaphylaktische Reaktion sich verdoppelt, verdreifacht, verX-facht. Und wichtig in dem Zusammenhang, dass der Patient eine aktivierte Tryptase-Konzentration innerhalb der ersten Stunden der anaphylaktischen Reaktion entwickelt und sie damit sehr präzise auch tatsächlich die Anaphylaxie nachweisen können, wenn sie akut in der anaphylaktischen Reaktion die Tryptase messen. Sie dürfen davon ausgehen, dass sie spätestens nach 48 Stunden wieder basale Spiegel erreichen und damit in dem Bereich sind, wo sie das allgemeine Risiko des Patienten abschätzen können. Auch hier möchte ich Ihnen gerne ein klinisches Beispiel geben. Wir haben einen Patienten, der durch ein unbekanntes Insekt gestochen worden ist und innerhalb einer halben Stunde eine Systemreaktion entwickelt. Bei Insektengiften, das ist wichtig zu wissen, ist durchaus auch ein biphasischer Verlauf möglich. Spätreaktionen, die nach vielen Stunden kommen, sind durchaus denkbar. Der Patient bessert sich von seiner Symptomatik her prompt nach einer klassischen Notfallmedikation. Das heißt, wir sind hier vom klinischen Verlauf schon mal relativ präzise unterwegs, in dem Sinn, dass wir von einer Anaphylaxie ausgehen. Die Standarddiagnostik bei diesem Patienten hat ergeben, dass er positive Testergebnisse im Hauttest genauso wie in der Extraktdiagnostik zeigt. Das Gesamt-IgE-Spiegel des Patienten liegt in einem 4,5-fachen von dem, was wir als normal annehmen. Das heißt, es ist durchaus realistisch, dass wir positive Testergebnisse auch beim Nichtallergiker bekommen würden. Die Tryptase, die basal gemessen wurde, liegt in einem Niedrigrisikobereich. Das heißt, hier hat der Patient kein erhöhtes Risiko, in der Aufdosierung und im Verlauf der Immuntherapie eine schwere Reaktion zu entwickeln. Wenn wir nun in die erweiterte Diagnostik gehen, dann sehen wir, dass dieser Patient sehr spezifisch,
sowohl auf eines der Hauptallergene aus dem Bienengift als auch auf die Hauptallergene aus der Wespe reagiert. Das heißt, hier haben wir es tatsächlich mit einer genuinen Sensibilisierung auf beide Wespengifte zu tun. Sehr leicht können wir mitmessen, ob der Patient möglicherweise Antikörper auf kreuzreaktive Kohlenhydrate, Terminanten hat, was hier nicht der Fall ist. Und das ist dann durchaus auch der gangbare Weg, wenn Sie positive Testergebnisse auf beide Spezies bekommen und vom klinischen Bild her nicht ganz klar ist, ob der Patient tatsächlich nur klinisch reaktiv auf das eine oder andere Insekt ist, dass Sie beides gemeinsam impfen. Somit bleibt unterm Strich, dass wir mit einer molekularen Komponentendiagnostik ein sehr differenziertes Bild bekommen und wir hier durchaus durch die Abschätzung von Kreuzreaktivitäten, genuinen Sensibilisierung zu einer adäquaten Therapieplanung kommen können. Unterm Strich bleibt trotz allem aber übrig, dass eine Immuntherapie nur bei entsprechender Klinik auch tatsächlich zu indizieren ist und hier im Vorfeld Kreuzreaktivitäten herausgefiltert werden. Ideales Ziel unserer Immuntherapie wird nach wie vor der primäre Allergieauslöser sein, der die TH2-Reaktivität des Patienten triggert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich jetzt schon auf Ihre Fragen zu diesem Thema. Wichtig in dem Zusammenhang ist natürlich für Sie, dass Sie berücksichtigen, dass Sie eine serologische Diagnostik natürlich auch unabhängig davon machen können, ob der Patient seine entzündungshemmende Therapie, die er möglicherweise durchführt, mit Steroiden oder auch mit Antihistaminika als antiallergische Therapie, dass er diese ausgewaschen hat. Wesentlich in dem Zusammenhang auch, und das gilt ganz allgemein für die Allergiediagnostik, ist, dass eine Hauttestdiagnostik bei einer Anaphylaxie in der Anamnese a priori kontraindiziert ist und Sie hier ohnehin auf die serologische Diagnostik reduziert sind. Haben Sie Fragen zu diesem Thema? Sollte es so sein, dass im Laufe des Durcharbeitens des Fragebogens Fragen auftauchen, dann freuen wir uns, wenn Sie uns ein E-Mail schicken. Kommen Sie bitte jederzeit zu uns, wenn Sie Fragen haben. Wir sind jederzeit für Sie da. Und wenn wir hier keine Fragen haben, sieht nicht so aus, als ob wir Fragen hätten, dann darf ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und freue mich schon, wenn Sie wieder einmal eines unserer Webinare besuchen. Vielen herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.